Hallo, mein Name ist Rosano Maestri. Ich bin frühpensioniert und ich bin hier in der Dorfklinik gekommen, weil ich die Klinik schon seit einigen Jahren kenne. Und ich bin jetzt in Behandlung gewesen für eine fast komplette Sanierung. Meine Vorgeschichte ist so, dass meine Zähne nicht mehr so fest waren. Und nicht mehr so schön und so gut. Und die haben gewackelt. Und ja, dann musste ich etwas machen. Das ist schon so. Die Beratung war sehr ausführlich und interessant. Ich wurde von Dr. Kass behandelt und Jenny. Bin sehr zufrieden. Ich habe einen festen Zahnersatz erhalten mit Kronen und Zahnimplantate. Also von der Behandlung her hatte ich eigentlich nicht so Angst, aber ich wusste, dass eine längere Behandlung mit sich zieht. Und soweit ist alles gut gegangen und ich wurde sehr gut betreut. Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend geworden. Und ja, soweit ist alles gut. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und ich denke, die Möglichkeit, die ich jetzt gewählt habe mit dem Implantat, ist das die beste Möglichkeit. Mein Lächeln ist natürlich viel schöner als vorher. Und ja, ich habe jetzt wieder feste Zähne und bin sehr happy, dass ich jetzt wieder zubeißen darf. Hallo Herr Maestri. Hallo Jenny. Wir haben uns jetzt 3 Wochen nicht gesehen. Sie hatten jetzt Zeit, sich an die Zähne zu gewöhnen. Wie geht es Ihnen damit? Richtig, das ist korrekt. Soweit ist alles gut. Mhm. Bin sehr zufrieden. Ja, alles tipptopp. Gut, das freut mich. Mich auch. Können Sie auch wieder richtig schön lachen, gell? So ist es. Weil wenn man nicht schöne Zähne hat, ist man schon ein bisschen gähmt. Ja, ein bisschen Schonhaltung gewöhnt man sich schon an, gell? Das ist so, ja. Genau. Das freut mich, dass es Ihnen gut geht. Ja, ich mich auch. Hallo, hier ist euer Dr. Kass. Ich nutze die Gelegenheit, ein paar Kleinigkeiten zu Sanierung der Zähne zu erklären. Und zwar hier so ein Beispiel, wo der Patient, wenn Sie auf dem Bild genauer schauen, ein paar Zähne in der Front haben, die wir provisorisch saniert, repariert haben, erstmal versorgt haben und die Implantate daneben. Und in dem Zusammenhang möchte ich nur einen Punkt erklären und zwar, viele Patienten kommen mit der Empfehlung, mit der Idee, meine Zähne sind nicht mehr gut, ich habe keine Lust mehr auf meine Zähne oder alle Zähne müssen raus. Und das ist nicht immer das Richtige. Natürlich ist es vom Konzept her eher einfacher, alle Zähne zu entfernen, aber es ist nicht immer richtig. Hier haben wir einfach die guten Zähne in der Mitte belassen. Das sind immer so ein bisschen hier in der Mitte. Ein Zahn haben wir noch belassen, der hat noch eine kleine Füllung, spielt im Endeffekt jetzt erstmal keine große Rolle. Aber die vorderen Zähne hatten nichts, die sind gesund. Die werden überkront, damit die Farbe und die Form und Ästhetik auch passt, aber im Endeffekt belassen und die seitlichen Zähne mit Implantat ersetzt. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Implantate. Und wenn man alle Zähne entfernen würde, würde man 12 und mehr Implantate brauchen, was nicht unbedingt immer notwendig ist. Mehr Chirurgie, ein bisschen mehr Komplikationen, eventuell mehr Kosten. Patient ist jetzt mittlerweile top versorgt. Wir zeigen Ihnen die letzten Bilder auch gleich. Das ist so ein Zwischenbild. Total glücklich. Das Beißgefühl ist da. Ist auch wichtig. Mit den Implantaten haben Sie nicht das gleiche Gefühl. Ist natürlich ähnlich wie echte Zähne, aber es ist nicht wie echte Zähne. Und wenn man so eine Variante auch erreichen kann, ist auf jeden Fall auch top. Also bis bald mit weiteren Möglichkeiten und Behandlungsmöglichkeiten. Euer Dr. Kass. Jetzt ist es 3 Wochen her. So ist es. Mit den neuen keramischen Kronen auf Implantate und Zähne. Richtig. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich sehr gut. Soweit ist alles gut. Schön. Bin zufrieden. Sehr gut. Beißen können Sie? Ich kann wieder beißen, ja. Ich darf wieder beißen. Sehr schön. Zubeißen. Und lächeln dürfen Sie auch? Ja. Und können Sie? Ja. Sehr schön. Also keine Beschwerden, soweit alles gut. Kann ich für Sie sonst noch was Gutes tun? Ja, machen Sie mal eine Nachkontrolle jetzt und dann schauen wir weiter. Ja gut, alles gut. Dann machen wir es. Zumachen. Super. Ja, das sieht ja schon mal perfekt aus. Nochmal auf. Und nochmal zusammen. Schön festbeißen.
Nochmal auf. Ja. Zusammen. Nochmal auf. Ja. Voll. Ja, also es ist immer so, bei einer großen Versorgung, die Sie hatten, verändert sich immer ein bisschen den Biss. Das ist ganz normal. Ja, das glaube ich. Ja? Die Muskulatur passen sich an, Kiefergelenk passt sich an, da gibt es immer ganz wirklich Feinheiten. Genau. Auf einmal stört hier ein kleines Punktchen, stört hier ein kleines Punktchen. Und wenn wir dann die kleinen Punkte einfach entfernen, wird der Biss immer optimiert. Jetzt würde ich behaupten, beißen Sie ganz anders. Ja, ich fühle es auch anders jetzt. Meine Frage ist, wenn ich so beiße und ziehe, da passiert nichts, nein, oder? Überhaupt nicht. Ja, das ist nur, dass ich gefragt habe. Nein, darf auch nichts passieren. Okay. Darf auch nichts. Gut. Um Gottes Willen. Ja, ja, ja. Beißen Sie. Sie müssen schon Spaß haben. Ja, ja, natürlich. Beim Ganzen, was wir gemacht haben, beißen Sie, essen Sie, was Sie wollen. Okay.